Ja, hallo allerseits. Ganz kurzes kleines Video mit einer Frage oder ja, ihr wisst ja, Paragraph 42a, die Messer, die wir gerne haben, Einhandmesser. Ja, ich weiß, schön, ja. Kleine Frage, soll ich das hier mal reviewen? Was meint ihr? Sinto-Fanting? Naja, darum geht es aber nicht. Sondern mir ist eine Idee gekommen. Ich war gestern auf dem Flohmarkt. Und ich habe hier so ein kleines lustiges Schloss entdeckt. Und das ist der Grund, warum ich das Video mache. Das ist ja die Maxpedition EDC. Ich habe die Zipperpulls geändert. Jetzt bin ich am Überlegen. So, ganz kleine Schlaufen gemacht. Was meint ihr? Geht das in Ordnung oder würden die sagen, ja, das ist aber kein richtig verschlossenes Behältnis? Ich denke, das müsste eigentlich, ja, gelten. Ist ja verschlossen. Ne? Selbst wenn man hier unten das aufbiegen könnte, darum geht es ja nicht. Das ist verschlossen. Oder? Was sagt ihr? Ich finde es wieder mal so eine witzige Idee, wie mit dem, wie damals, als ich das Tenacious einfach mit dem vorigen Schloss abgeschlossen habe. Ja, wie gesagt, kleine schnelle Idee. Vielleicht auch zum Anfixen. Was sagt ihr? Soll ich das mal reviewen? Ganze 717 B. Centofonte. Delicafor. Ich freue mich schon auf eure Antworten. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mich wissen, was ihr dazu denkt, ob die Herren in, ja, jetzt in Blau, was sie dazu sagen würden. Also, bis die Tage. Tschüss, macht's gut und schwenkt den Hut. Tschüss, ab und schwenkt dich ab.